Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Last Epoch Beta. Wir haben die Version 0,74b und der Raptor ist draußen und ja. Die Totems wurden ein bisschen genervt, aber ich möchte trotzdem eigentlich jetzt mal einen Schamanen machen. Ich hätte auch gedacht an einen Spellblade, aber ich denke, da brauchen wir noch ein paar Items. Vor allem Mana-Regeneration. Und deshalb machen wir jetzt mal einen Schamanen und schauen, ob er immer noch mal, also nein, hat eigentlich nie Mana-Probleme gehabt, hat nur sehr wenig. Wir werden sehen, machen wir mal einen Charakter, den Primalis, genau. Und zwar Drago Totem. So. Ja, das gibt's noch. Drago Schaman hatte ich schon mal getestet, aber das ja, war ein paar Patches vorher. So, wir machen das, ja, am Anfang hat es immer so Probleme, dass das Inventar offen ist und so, müssen wir kurz ein bisschen reden. Ja, die Engine ist halt nicht so gut, aber das Spiel macht mega viel Spaß. Also ich habe jetzt eigentlich die Grafik so gut wie möglich hochgeschraubt, ohne Performance-Einbrüche. Also ich habe meist 60 FPS, ihr könnt oben rechts eigentlich sehen manchmal, je nachdem was für ein Hintergrund ist, was so die FPS sind und ich kriege die nicht gut hin. Also da muss Last Epoch einfach noch ein bisschen überarbeitet werden, ja, die Engine verbessert werden und einfach, es ist auch nicht was. Aber es macht so viel Spaß, die Skills so einzustellen, dass man ja, gut damit zurechtkommt und so weiter. Die Gegner sind meistens anforderlich und ja, Itemsystem ist gut und alles mögliche. Es macht richtig viel Spaß. Also wer Diablo 2, 3, 4 und so Fan ist, der kann natürlich da gerne ein bisschen zuschauen und eventuell das Spiel ja kaufen. Also ich habe es ohne Probleme da in der Beta am 1. Mai gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was hier so geboten wird. Also eben die Lex, aber gut. Ja, momentan habe ich ein bisschen schwankend, aber es ist scheinbar schon 60 FPS, nur jetzt halt auch ein bisschen komisch angezeigt, also eher nicht gerade so FPS-lastig. Wer weiß es. Also wir spielen so, dass wir einfach die Items nehmen von den anderen Charakteren, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und so mit Level 40, 50 habe ich sowieso dann nicht mehr die Items, sondern fängt sozusagen das Endgame an mit ja, Items selber finden und so weiter. Die anderen Charakter mache ich momentan nicht weiter, auch wegen dem Let's Play zugute, damit es nicht zu leicht wird. Und ja, am Anfang tun wir einfach so gut wie möglich durchrushen. Also, ich zeige alles, könnt es lesen und übersetzen, wenn ihr gut seid im Englisch. Ich kann halt so, ja, sagen wir, nur bedingt alles auf Deutsch übersetzen sofort. Ich kann gut Englisch, ich verstehe es. Aber das jetzt auch auf Deutsch zu übersetzen, macht mir schon ein bisschen Schwierigkeiten. So, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich der Ring, der ist hier. Der macht einfach uns schneller und schützt uns mit so einem Baum, wenn wir angegriffen werden. Und vor allem Minion-Sachen. Die haben wir alles vom besten Master jetzt geholt. So, das habe ich euch mal unterschlagen sozusagen. Weil, ja, Mulen ist natürlich langweilig. Gut. Ja, und eventuell machen wir da noch ein paar Livestreams zwischendurch, wenn wir gerade am Farmen sind. Muss ich hier schauen, was besser ist. Ja, komm, machen wir ein bisschen mehr Schaden. Die Toten sahen schon noch gut aus. Ja, dann beginnen wir das Abenteuer. Müssen jetzt nicht unbedingt alle Items haben. So, gleich mal weiter. Ah, wir müssen noch reden. Ah, Händler benutzen. Und jetzt geht's weiter. Die Story, ja, es geht um Zeitreisen und, ja,
böse Kreaturen sozusagen ist es nicht unbedingt so. Also wer das Spiel kennt und auch richtig übersetzen kann, darf gerne mal eine kleine Story-Überblick in die Kommentare schreiben. Muss nicht viel sein. Aber ja. So kurz was getrunken, damit der Hals nicht allzu sehr trocken ist. Und jetzt machen wir schon recht viel Damage mit diesen Eisdornen. Das ist ein tolles Bell, also ich weiß jetzt nicht, wie viel er bringt, aber als Totending schon eigentlich gut. Ja, gut. Ah, immer diese Störung. Also, jetzt haben wir hier alles neu, also ich muss mich kurz ein bisschen Überblick verschaffen. Ja, ob das jetzt hier auf Totem wirkt, weiß ich nicht, das sind ja Minions. Und deshalb müssen wir eigentlich Minion-Nuts machen. Was haben wir bei Dornentotem? Der ist jetzt gerade nicht dabei. Schauen wir gleich mal kurz. Da. Ja, Attunement. Okay, Attunement. Und der andere ist wahrscheinlich auch. Der andere Totem müssen wir hier wieder schauen. Es ist ein bisschen kompliziert mit den Spells, also dass nicht alle gleich angezeigt werden. Der Schamane hat Tornado. Hä, hat er jetzt nicht mehr? Wo ist der andere Totem? Okay. Habe ich das jetzt vermisst? Wo ist der Blitztotem? Der ist einfach nicht mehr sichtbar. Ich weiß es nicht. Der muss da irgendwo sein. Der müsste eigentlich hier sein bei Tornado. Haben sie das gewechselt? Okay, wenn wir den nicht mehr bekommen, dann ist das natürlich nicht so toll. Aber der müsste eigentlich hier bei Schaman dann auftauchen, ganz unten wahrscheinlich. Also Attunement müssen wir skillen und deshalb machen wir zuerst auf Attunement und dann auf Minion Health und so. Minion Damage hier. Okay. Ja, Spell Damage müssen wir nehmen. Das ist klar. Auch die Dornen sind Spell Damage. Also nehmen wir rein. Und jetzt nochmal kurz. Ah, wir haben ja diesen Fury Leap. Fury Leap bekommen. Keine Fee. Das ist der. Die Wut, glaube ich, Fury. Hui. Ja, den könnten wir eigentlich auch gebrauchen, den Sprung, aber müssen halt ihn skillen. So. Lass uns ein bisschen hier durchkämpfen, sind ein bisschen viele Gegner hier, aber leichte Gegner. Ah, das schaffen wir ohne Probleme. Ob wir jetzt einen Tank brauchen, ich denke mal den Sephiroth. Und ja, der Bär können wir nicht skillen. Einfach nur der Sephiroth. Als zweiter. Oder als dritter. Ich denke als dritter. Hier oben einfügen. Also zuerst Dornentoten. Dann unbedingt Eistorns zum Friesen. Oder Eistorns könnt ihr auf Level 19 dann kommen. Dann machen wir den Wolf als Level 9. Ja. Genau. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt haben wir neue Spezialisierungen. Also das erste sozusagen. Machen wir zuerst mal hier einen Punkt nochmal rein. Da drüben ist Stärke, okay. Attunement schützt, glaube ich, gegen Void und Gift. Das muss ich mir noch anschauen. Also, ein Dornentotem unbedingt zuerst eigentlich hier runter skillen oder einen Punkt in einem weiteren Totem. Die Kosten sind ja noch nicht groß. Also machen wir zuerst einen auf weiteren Totem und dann nach unten, weil ja, diesen Kane, der ist nicht gerade so zielsicher. Also, ringsum, da sind nicht so viele Dornen. Wir müssen die konzentrieren. So, da ist ein verletzter Mönch oder so. Ja. Es ist gefährlich, den Splitter zu nehmen oder so.
Oder der Split ist einfach gefährlich. Wo bekommt man den? Ja, warum bekommt man den? Also was bekommt man dann? Okay. Ist nur wenig Zeit. Also ich kann den mal nehmen. Damit die... Ah, aus dem Split kommen die Monster wahrscheinlich. Gut. Ja. Ah, der Totem ist noch auf einer blöden Position. Es wird automatisch natürlich geändert. So. Gut. Also der Totem greift mit diesen Dornen an. Auf einer, ja. Also ein runder Ding. Also viele Dornen treffen nicht. Und wenn wir das jetzt spezialisieren, dann treffen mehr Totems, weil sie weniger ringsum angreifen, sondern eher auf einer Seite nur. Und der Totem tut eigentlich die Gegner recht gut pullen. Und das macht ihn so stark, der Totem-Schaman. Es spielen echt viele Totem-Schamanen. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so beliebt ist. Aber ja, ein Path of Exile zum Beispiel ist ja auch der Totem-Templar Hierophant sehr stark. Und ja, das ist natürlich toll. Also, es ist ein anderes Spielstil. Es ist nicht jedermanns Sache, mit Totem anzugreifen, aber ich finde es eigentlich sehr interessant, weil man hat jetzt nicht unbedingt so die Kontrolle über den Charakter. Dafür macht man einfach mehr Schaden, hat mehr zur Verfügung und kann sich ja sonst eigentlich auch nicht vervielfachen und dann angreifen. Darum ist eigentlich der Totem sehr interessant für mich, weil man kann einfach ja Monster beschwören, die stehen bleiben und ja viel Damage machen. So, da ist der Anführer von diesem Adler. Muss man natürlich schön rauslocken, indem wir seine Gegner besiegen. Okay, drei auf einmal. Der vierte geht weg. Drei auf einmal ist schon mal gut. Und ich denke, das ist einer der stärksten Anfangscharaktere. Also der hat jetzt so schnell ihn besiegt, obwohl wir jetzt eigentlich nicht so viele Items genommen haben. Bei anderen neu anfänglichen Charakteren, also die ich neu anfange, habe ich dann immer mehrere Items schon, Unix oder so, die ihn stärken, aber so schnell habe ich ihn noch nicht besiegt. Und bei dem mache ich eigentlich immer die Augen zu. Das ist sowas von, ja, nervtötend für die Augen. Es tut richtig die Augen anstrengen. Aber schade, also die könnten das schon echt augenschonend machen. Aber immer wenn ja, man hört, dass man wieder landet, mache ich die Augen wieder auf. Ja, ich habe ja ADHS, also echt sensible Augen. Und deshalb, ja, sind natürlich schon bei mir ein bisschen anstrengender als bei euch, hoffentlich. Hier unten hat es, glaube ich, eine Kiste, können wir gleich noch kurz hören. So. Aber die droppen jetzt nicht so viel. Ein Meteor, okay. Brauchen jetzt nicht unbedingt so viel, aber wir müssen den Weg bahnen zum Kane. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Schauen wir doch noch mal kurz. Nein, nicht das. Excuse, dann da hier. Ja. Wir müssen unbedingt hier 3 Punkte investieren, dann haben wir sozusagen eine Shotgun. Das ist schon effektiv. Aber was wir danach machen, ja, Power vor allem und Half-Seeking. Unbedingt skillen. Und dann eigentlich erst hier auf Shred Armor. Ist natürlich auch sehr stark. Und dann seid ihr wahrscheinlich schon bald auf Level, also auf 20 Punkte investiert. Und ja, ist eine leichte Skillung. Andere Spells sind natürlich ein bisschen schwer zu skillen. Aber oben muss natürlich auch noch 2 Punkte investiert werden. Wir brauchen mehr Totems. Das ist es nochmal. Und dann eigentlich immer zuerst die zwei, ja, sagen wir, ein oder zwei Totems, Dornen-Totems platzieren und dann erst der Blitztoten. Weil der Blitztoten ist natürlich schon ein bisschen anfällig. Aber dafür macht er danach Schaden, richtig Schaden.
Und vielleicht auch Doran. Mal schauen, was mehr Schaden macht. Also wir werden sicher danach noch ein Spell verwenden und so weiter. Aber mich interessiert dann mal, was wir dann am besten öfters einsetzen und ja, auf Schadenskin. Hier oben hat es auch noch eine Kiste, aber MSCC lohnen sich nicht so sehr. Also ihr seht, das sind eigentlich Items, ja, ganz normale blaue Magic Items. Meistens ein wenig goldene. Ja, die FPS schwanken gerade in diesem Gebiet ein wenig. Wer da Ideen oder Tipps hat, das ein bisschen wegzumachen, da darf natürlich das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich habe Lust, ein bisschen eine Community, eine deutsche Community aufzubauen. Ich bin jetzt momentan sehr am Englisch lernen, also eventuell kann ich dann auch viel besser Englisch übersetzen und ja, eventuell auch ein bisschen auf Englisch ein paar Videos machen, also so, ja, Zusammenblick oder Back, ja, Back-Zeige-Videos oder so, damit ihr ja, vorbereitet seid auf die Bugs. Bin ich gerne, ich möchte eigentlich die Bugs, also ich möchte nicht Bug usen, ich möchte gerne da schon ein bisschen mehr darauf schauen, dass ich das Spiel, ja, sozusagen fertig spiele und nicht Bugs ausnutze, dass so, dass es so gut wie möglich geht, dass das Spiel eigentlich fertig ist. Die Bugs einfach meiden, damit sie nicht auftauchen. Also, ja, gibt halt immer noch. Ja, es ist sehr ein frühes Stadium der Entwicklung. Sie hätten es nicht Beta nennen sollen, sondern In-Dev oder so. Weil viel ist jetzt eigentlich noch nicht so los. Ist ein bisschen schade, also das Spiel ist schon groß. Aber, ja, also einfach diese Anfängerfehler hier halt noch drin. Die sollten sie wegmachen. Zum Beispiel, dass so Blutspucken in den neuen Gebieten sind, die einen fast one-hitten, obwohl man eigentlich recht gute Defensive hat. Finde ich ein bisschen doof. So, jetzt kommen die Void Monster, die sind eigentlich schon seit, ja, Mai immer noch zu stark. Also nicht wundern, wenn ich da ein bisschen kassiere. Vor allem die größeren, die stärkeren. Und auch mal ein bisschen abhauen von denen. Ist auch gut. Aber ja, die Spells von ihnen ein bisschen auswendig lernen. Manchmal sind so Kugeln, die uns verfolgen, da einfach ein bisschen weglaufen. So, wir machen immer noch auf Attunement. Ah ja, das wollte ich ja nachschauen, was das genau ist. Haben wir einen Punkt? Ne. Also nur einen neuen Spell. Hör auf zu schreien da unten. passives. Nein, was für ein Spell? Skills. Was haben wir denn freigeschalten? Swipe, okay. Der käme dann hier hin. Ah, wir haben jetzt schon Eistonen hier. Und bei Charakter können wir schauen, was Attunement macht. Ah, Attunement ist Elemental Protection. Vitalität ist okay. Dann habe ich die zwei verwechselt. Weil Void Protection am Anfang wäre natürlich schon nicht schlecht. Weil das ist Void. Ja, das ist Void. Und Nekrotik ist das hellblaue, also ja, so türkise. Ja, da sieht man eigentlich die Farben des Spells auch gut. Und ja, Armor müssen wir auch, also vor allem Glancing Blow, oder wie es heißt, müssen wir schon nehmen, weil ja, es könnte eigentlich uns richtig hart treffen. Also jetzt noch nicht so, aber später. Ne? So, da müssen wir 3 Punkte leider investieren. Also die Punkte sagen aus, wie viel wir dann zum nächsten kommen. Aber dann nur noch ein Punkt. Ja, das ist ja auch nur einer. Wäre ja schlecht, wenn es hier 2 Punkte wären und hier nur ein. Könnten wir das gar nicht weiter skillen. So, die Größen, die machen natürlich auch mehr Schaden. Vor allem diesen, ja, diesen nicht, aber. Er wird es dann sehen, wenn er ein bisschen mehr überlebt. Stärker schon ist. Ja, dieser Gegner. So, ich schau mal kurz auf die Uhr. 20 Minuten. Ja, ich möchte jetzt dann eigentlich das Video dann beenden.
25 Minuten. Ja, gehen wir zum nächsten Waypoint. Oder das Waypoint war eigentlich hier schon. Ja, machen wir noch bis zur Stadt. Das wird wahrscheinlich nicht so lange da. Ja, und dann kommt das nächste Video eigentlich morgen. Wie wir dann weiter. Ich glaube, ein paar Waypoints oder Verbindungen wurden geändert hier in der Nähe. Werden wir dann sehen, was alles neu ist. Also ich weiß, dass es noch ein bisschen langweilig ist. Also dass die Gebiete ein bisschen gleich aussehen jetzt in den nächsten paar Ebenen. Aber das haben sie wahrscheinlich jetzt geändert oder wird noch geändert. Aber das Spiel wird eigentlich immer höher. Ihr seid, desto spannender wird. Also, ja. Es wird einfach immer spannender und immer cooler. Die Gegner werden immer stärker. Ich finde es auch toll, dass es nicht gerade so angepasst ist. Also, dass man immer wieder ein bisschen zu Problemen kommt. Weil die Gegner auch sogar ein bisschen schneller, stärker werden. Also, jetzt in Akt 1 haben wir eigentlich noch gute Chancen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der Akt 2 kommt schon. Aber ich glaube eher nicht. Weil irgendwie habe ich gehört, dass es 6 oder 7 Akte gibt. Schon. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wer sich da besser auskennt, darf gerne in die Kommentare schreiben, was ich da für Mist erzähle. Aber ich spiele natürlich nicht oft Last Epoch und möchte jetzt eigentlich durch das Let's Play eigentlich jeden Tag spielen. Und euch auch begleiten. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten hier die Totems platzieren soll. Ja, hier oben. Also ihr seht, der haut mega rein, was die Gegner haben. Bei anderen Charakterklassen und so, bei anderen Skillungen, viel mehr Lebenszeit. Ja, nehmen wir den mit. Und wenn ihr mir, ja, auf irgendwelche Art helfen könntet, wäre das eigentlich mit dem Crafting-System. Ich habe irgendwie nicht so die Lust jetzt schon alles in ein Item reinzuquetschen oder so. Aber ich sollte eigentlich das schon ein bisschen machen. Damit wir da ja schon gestärkt in ja, weiterkommen, oder? Also ich möchte jetzt auch nicht das Spiel ganz schwer haben oder so. Jetzt leider aber schon, ja, so mit Level 50 eigentlich schon langsam. Da meine Stimme jetzt gerade wieder sehr trocken ist und wegen dem Asthma ein bisschen Probleme macht. Ja, es ist allergisches Asthma, es ist nicht das Asthma, was die meisten kennen. Das ist einfach mit der trockenen Luft und mit den, ja, mit dem Staub vom Bett und so zu tun hat. Mache ich jetzt hier mal ja, Schluss und wir machen dann im nächsten Part hier kurz ein paar Anpassungen, Items austauschen und gehen dann weiter sofort eigentlich. Auch kein Punkt, okay. Aber ein neues Spell. Ah, etwas Blessing, den muss unbedingt einen Baum haben. Da sieht man, welche Bäume haben. Und dann haben sie solche Skill Trees. So. Also viel Spaß mit anderen Sachen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet im zweiten Part vom Let's Play zu Last Epoch. Tschüss.